Wer von euch da draußen hat noch nichts von der Geschichte rund um den Hampelmann gehört? Niemand? Dann vielleicht doch eher die Abenteuer des Pinocchios? Jetzt dürften einige aufhorchen, denn es gibt da draußen, glaube ich, kaum jemanden, der noch nichts von der Figur Pinocchio gehört hat. Und ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass ihr fast alle Pinocchio immer in Verbindung bringen werdet mit dem Disney-Zeichentrickklassiker aus dem Jahr 1940. Ja, der Disney-Zeichentrickfilm, der hat sage und schreibe schon 80 Jahre auf dem Buckel, war zu seiner Zeit auch erst der zweite abendfüllende Film von Disney, aber längst nicht die Geburt von Pinocchio. Denn die Geschichte des Pinocchios, die geht weit zurück. Wir haben den Italiener Carlo Collodi, der damals mehrere Kurzgeschichten von Pinocchio in einer Tageszeitung veröffentlicht hat, die so großen Anklang fanden, dass er sich dazu entschied, die Geschichte in Buchform zu packen, und das Ganze wurde dann 1883 veröffentlicht. Bis heute gibt es tatsächlich über 30 Verfilmungen der Geschichte rund um Pinocchio. Dabei kommt nicht jede Verfilmung in Form eines Pinocchio-Films daher. Manche Blockbuster zum Beispiel haben sich der Geschichte bedient und haben das alles in ihr ganz eigenes Ding verpackt. So zum Beispiel auch AI, künstliche Intelligenz von Steven Spielberg. 1911, da kam die erste Verfilmung von Pinocchio auf den Markt, und bis dato die letzte Verfilmung haben wir 2019 spendiert bekommen. Und um diese Verfilmung aus dem Jahr 2019 soll es heute in diesem Video gehen, denn am 16. Oktober 2020, da bringt Cape Light Pictures den Film Pinocchio in mehreren Editionen auf den Markt, darunter auch zwei Mediabook-Varianten, einmal eine 4K-Variante und einmal eine normale Blu-ray-Variante. Und ich stelle euch heute das Blu-ray-Mediabook vor, und dieses Mediabook ist wirklich besonders, denn wir haben hier tatsächlich ein 60-seitiges Booklet mit am Start, in dem wir viele Produktionsskizzen haben, viele Produktionsdesign, viele wunderschöne Illustrationen, und wir haben auch viele Hintergrundinformationen vom Regisseur selbst, der uns erläutert, warum gerade jetzt wieder eine Pinocchio-Verfilmung auf den Markt kommt und was sein persönliches Anliegen dahinter ist. Doch bevor wir uns dieses Mediabook jetzt genauer anschauen werden, möchte ich noch mal kurz auf die Geschichte von Pinocchio eingehen. Ich habe es eben erwähnt, es gibt da draußen wohl kaum jemanden, der noch nichts von Pinocchio gehört hat, aber kaum jemand ist nicht jeder, und das heißt, es gibt da draußen bestimmt ein paar Leute, die Pinocchio nicht kennen, weshalb ich die Geschichte noch mal kurz anschneiden möchte. Die Geschichte ist schnell erzählt. Es geht um den Holzschnitzer Geppetto. Dieser ist ein etwas älterer Herr, der sehr, sehr einsam ist und der sich nichts mehr wünscht als einen eigenen Sohn. Eines Abends schnitzt Geppetto aus einem verzauberten Stück Holz, von dem er nicht weiß, dass es verzaubert ist, eine Holzpuppe, und diese tauft er Pinocchio. Über Nacht wird Pinocchio lebendig, und anstatt sich zu wundern und das Ganze zu hinterfragen, will Geppetto Pinocchio als seinen Sohn großziehen. Er will ein guter Vater sein, er will ihm viel beibringen, und er schickt Pinocchio sogar in die Schule. Pinocchio selbst, der hat auch einen großen Traum. Er möchte ein richtiger Junge werden, doch von nichts kommt nichts, und Pinocchio muss einiges leisten, um sich diesen Traum zu erfüllen. Er muss ein artiger Junge sein, ein fleißiger Junge sein, er muss seinen Vater ehren und respektieren, er soll immer regelmäßig in die Schule gehen und soll gehorchen. Aber Pinocchio ist noch jung, er ist dumm und naiv, er kennt die Welt da draußen noch nicht, er hat noch vieles zu lernen, er kennt auch nicht den Unterschied zwischen Gut und Böse, weshalb er oft in bremslige Situationen kommt, die seinen Traum gefährden. Und für die, die die Geschichte noch nicht kennen, ob Pinocchio seinen Traum verwirklichen kann, das werde ich an dieser Stelle nicht verraten. Ich hatte jetzt hier die Möglichkeit, meine Vergleiche zu ziehen. Der neue Pinocchio-Film verglichen mit dem Disney-Film, mit dem Originalbuch, und ich muss sagen, es gibt doch ein paar relativ große Unterschiede, und will hier auch erwähnen, dass der Disney-Film sich gar nicht so stark an der Buchvorlage orientiert. Der neue Pinocchio-Film hingegen, der ist sehr stark an die Buchvorlage gebunden. Es gibt nur minimale Unterschiede, was die Geschichte angeht, weshalb das Ganze hier tatsächlich sehr, sehr interessant ist. Und natürlich gibt es aber hier einen krassen Unterschied in der visuellen Darstellung, denn wir haben hier keinen Zeichentrickfilm, nein, wir haben eine Realverfilmung, und wo im Zeichentrickfilm noch Charaktere wie zum Beispiel die Heuschrecke, der Kater oder der Fuchs wirklich von Tieren dargestellt wurden, haben wir hier in der neuen Verfilmung tatsächlich Schauspieler.
Schauspieler, die die Tiere darstellen, ja, in Form von Kostümen, in Form von Make-up. Ja. Wir haben hier nicht irgendwelche Tiere, die in CGI in den Film reingefriemelt wurden. Nein, man hat hier wirklich echte Schauspieler, die das Ganze dann darstellen. Das ist aber relativ gewöhnungsbedürftig, das muss man auch sagen. Für Fans, die den alten Pinocchio-Zeichentrickfilm kennen, die allgemein andere Verfilmungen von Pinocchio kennen, wird das etwas gewöhnungsbedürftig sein, auch wenn das Ganze visuell etwas hermacht. Ich persönlich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich schaue mir hier eher so ein Theaterstück an als einen Film. Ja, das liegt wohl am Kostümdesign, am Setdesign, welches wirklich wundervoll war. Ja, es war eine Augenweide, dieser Film. Der kann sich auf jeden Fall sehen lassen, was die Kulissen angeht, was die Kostüme angeht, was das Make-up angeht. Natürlich haben wir auch hier ein, zwei kleine CGI-Effekte mit am Start, aber es wird wirklich hier hauptsächlich noch auf Handarbeit, auf handgemachte Effekte Wert gelegt, was dem Film tatsächlich auch zugute kommt. Aber trotz, dass der Film sich sehr stark an der Originalgeschichte orientiert, was der Geschichte mehr Facetten verleiht, trotz, dass wir hier gute Schauspieler haben, gute Designs, was die Kostüme angeht, was die Kulissen angeht, was das Make-up angeht, auch die CGI-Effekte sind nicht schlecht, trotz alledem bekommt der Film nur 3,5 von 5 Punkten, denn ich habe natürlich auch ein, zwei kleine Kritikpunkte, die wir hier erwähnen müssen, was den Film angeht, denn der erste Kritikpunkt ist da dieses Visuelle. Wie eben erwähnt, es ist doch recht stark gewöhnungsbedürftig. Meine Freundin zum Beispiel konnte sich an dieses Visuelle nicht so gewöhnen. Sie bevorzugt immer noch den Zeichentrickfilm, ja, und das ist halt auch so ein leichter Minuspunkt. Ich glaube, nicht jeder Pinocchio-Fan wird mit dieser visuellen Darstellung zurechtkommen. Hinzu kommt dann auch noch, dass wir hier diese Laufzeit von über knapp 2 Stunden haben, weil die Geschichte etwas ausgeprägter erzählt wird, ja, mehr an der Buchvorlage liegt, aber diese lange Laufzeit wird wohl für ein paar jüngere Zuschauer etwas langatmig wirken, das ist auch so ein kleiner Minuspunkt, ja, und hinzu kommt auch diese Gefühlsebene, ja, dieses, wie soll ich sagen, die Gefühlsebene zwischen Geppetto und Pinocchio, die ist mir nicht stark genug ausgeprägt. Sie erscheint erst relativ spät im Film, da kommt das gut zur Geltung, diese Papa-Sohn-Bindung, ja, und die Wünsche, dass Geppetto gern ein Vater wäre, einen Sohn hätte, oder der Wunsch von Pinocchio, dass er ein richtiger Junge ist, das wird mir erst zu spät wirklich in den Fokus gerückt, das hätten wir ein bisschen früher in den Fokus holen sollen und ein bisschen ausgeprägter darstellen sollen, da wäre diese emotionale Ebene etwas besser gewesen. Das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Ansonsten ist der Film wirklich top und ich kann ihm jeden Pinocchio-Fan nur ans Herz legen, gerade um auch selbst mal die Vergleiche zu ziehen zum Buch, zum Zeichentrickfilm, zu den anderen Verfilmungen. Wie sind die Unterschiede und wie ist die Geschichte wirklich in der Buchvorlage? Denn hier hat man auch ein, zwei Situationen, wo ich dachte, okay, das ist schon fast ein bisschen krass für eine Kindergeschichte. Ja. Aber es ist wirklich toll erzählt. Und jetzt schauen wir uns auch noch das Mediabook an. Dafür wechsle ich nochmal die Position. Viel Spaß! Schauen wir uns zuerst die Cape Light-typische J-Card an. Wir haben hier neben der Inhaltsangabe noch kleine Einblicke in den Film in Form von Szenenbildern. In der Mitte der J-Card sehen wir nochmal das Bonusmaterial und wir haben unten nochmal ein paar technische Spezifikationen aufgelistet. Wir sehen, dass wir hier im Mediabook eine Blu-ray-Disc und eine DVD vorhanden haben. Dann schauen wir uns das Mediabook selbst an. Wir sehen hier Pinocchio in seiner vollen Pracht und wir sehen, wie ein paar Vögel auf seiner Lügennase herumtanzen. Der Background wirkt dabei etwas verzaubert. Wenn ich das Mediabook anhebe, dann sehen wir, dass wir im Pinocchio-Schriftzug einen goldenen Hochglanzeffekt haben. Das sieht wirklich schön aus. Im Allgemeinen wirkt dieses Artwork doch recht stimmig. Auch unten haben wir nochmal das DVD- und Blu-ray-Disc-Logo. Auch auf dem Spine haben wir wieder diesen goldenen Schriftzug mit Hochglanzeffekt. Passt perfekt zur Front und ergibt ein schönes Ganzes. Da wir die J-Card separat bei diesem Mediabook vorhanden haben, hat man hinten natürlich auch nochmal die Möglichkeit, ein Artwork drauf zu drucken. Auch hier sehen wir wieder Pinocchio, der auf der Bühne steht und gerade durch den roten Vorhang hindurchgeht.
Dies ist alles matt gehalten. Hier haben wir keine Hochglanzeffekte und man muss ein bisschen aufpassen, denn man hat hier die Fingerabdruckgefahr vorhanden. Dann öffnen wir das Ganze und schauen ins Innere von diesem Mediabook. Hier sehen wir dann die Blu-ray-Disc. Wir sehen, dass das Ganze ab 6 Jahren freigegeben ist und wir sehen nochmal den Schriftzug Pinocchio. Und wir sehen hier dann kein Szenenbild aus dem Film. Wir sehen hier ein gezeichnetes Artwork, welches übergreifend ist. Und wir blättern dann mal den Buchanteil durch. Und wie gesagt, wir haben hier ein 60-seitiges Booklet vorhanden. Also hier hat man einiges zum Durchblättern. Und wir schauen uns das mal kurz an, wie das aufgemacht ist. Man sieht hier immer wieder schöne Bilder und auch hier bekommt man ein paar Einblicke, wie der Film gestaltet ist. Wenn man sich jetzt hier Pinocchio ansieht, auch er wurde von einem Schauspieler dargestellt und da hat mich das Design des Kostüms wirklich beeindruckt, wie man das dargestellt hat. Natürlich, man merkt zum Teil, dass es ein Schauspieler ist und dieses Puppenhafte fehlt ein klein wenig für meinen Geschmack, aber trotzdem, diese visuelle Darstellung, die Kostümdesigne waren wirklich fabelhaft. Hier sehen wir dann nochmal Geppetto mit Pinocchio und wir blättern das Ganze mal durch. Hier haben wir dann den Regisseur Matteo Garrone. Und man merkt es hier, wie der Film aufgemacht ist, dieses Design. Deshalb sagte ich schon, es wirkt so ein bisschen wie ein Theaterstück. Ja. Aber sehr schön inszeniert auf jeden Fall. Hier geht man dann nochmal auf den Hauptdarsteller des Geppetto ein. Und auch hier, wenn man sich Pinocchio mal genauer betrachtet, das Kostümdesign ist wirklich fabelhaft. Und wurde auch im Film wirklich gut rübergebracht. Hier sehen wir dann nochmal etwas über den Schauspieler, der Pinocchio darstellt. Hier haben wir dann die junge Prinzessin aus dem Film. Im Disney-Film wäre diese dann die gute Fee. Und hier haben wir dann Illustrationen zum Film. Also im vorderen Teil haben wir mehr die Background-Informationen und hinten kommen dann Konzeptzeichnungen, Konzeptideen. So sieht das Ganze dann aus. Auch die Heuschrecke, die hier wirklich von einem Schauspieler dargestellt wurde. Dann haben wir hier den Fuchs und den Kater. Man sieht es, es ist nur so eine Anlehnung im Kostümdesign. Und auf jeden Fall sehr, sehr schön aufgemacht. Da hat man sich echt Mühe gegeben und diese Mediabooks haben ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Das muss man einfach so sagen. Ja, hier gibt es nicht viel zu sagen. Man muss die Bilder einfach mal wirken lassen. Und 60 Seiten, da kann man auch nicht zu jeder Seite einzeln etwas sagen, das würde den Rahmen sprengen, aber ich denke, man bekommt einen guten Überblick hier über den Film und über dieses Mediabook. Man sieht es auch hier, die anderen Puppen wurden alle von Schauspielern dargestellt und wir kommen hier zur letzten Seite. Hier haben wir dann die DVD und haben hier nochmal eine Konzeptzeichnung, wie Geppetto und Pinocchio in dem großen Ungetüm sind. Und das ist es, das Mediabook zu dem neuen Pinocchio-Film. Ihr könnt mir jetzt gerne alles unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr zu Pinocchio sagen möchtet. Wie findet ihr dieses Mediabook? Wie steht ihr allgemein zur Geschichte von Pinocchio? Habt ihr euch vielleicht schon ein Mediabook vorbestellt oder werdet ihr eher zur digitalen Variante greifen? Schreibt mir all das gerne in die Kommentare. Wie eben erwähnt, der Film erscheint hierzulande dann am 16. Oktober. Mir wurde das Ganze vorab schon von Cape Light zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst mir doch sehr gern ein Abo da. Aktiviert dann auch die Glocke, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao.